Hat Hilfe, ich habe mir noch zwei Sachen gekauft. Ist schon automatisch angezogen? Nee. Was willst du im Unterdeck? Bleib hier. Habe ich denn da? Hast du diese Rockerjacke gekauft? Her damit los! Ja, ich die automatisch angezogen? Ich weiß es nicht mehr. Besuch diesen alten Seemann mal wieder. So. Leute, raus. Ich muss raus. Oh, guck mal, hier kann man noch weitere Quests annehmen, oder? Ja. Warum denn eigentlich nicht? Ich hey, weiß nicht, ob ich hab da ein Problem. Du hast dich immer noch nicht für das letzte Mal gewonnen. So. Jetzt ab zur Antenne. Wow, wow. Erstmal nach oben. Ich keinen Bock habe auf irgendwelche Schreier. Hey Frank, das ist ganz da oben. Ja, die Diary hat aus gutem Grund dafür gesorgt, dass man schwer drankommt. Hält Übeltäter auf Abstand. Sollte für jemanden wie dich ein Kinderspiel sein, Aiden. Ja. Das hat mir jetzt was gebracht, dass ich hier unten sitze. Okay. Aha. Aha. Gibt's keinen leichteren Weg nach oben? Ich frag für einen Freund. Ich glaub, unbelohnend. Ah. Da muss man erstmal drauf kommen, ne? Komme ich auch hier innen durch? Ja, ne? So. Hier muss ich entlang, vermute ich mal.
Frag mich mal, wie solche Leute dann irgendwie Vorratslieferung kriegen, wenn die hier nach oben müssen. Oder oben Streife haben. Da läuft doch keiner von... Ja, vernünftigen Menschenverstand hat hoch. Ja, erstmal wieder die Camp anmachen, ja. Vergessen. Ach, der Kurzi schafft's nicht, ne? Das wäre nicht so belohnt gewesen. Bei Gewitter hier auch rumturnen, ne? Eis. Warum wurde ein Gegenstand von mir im Spielerversteck untergebracht, ja? Gut. Wer baut denn auch sowas? Mal. Ohne Witz. Muss ja auch irgendjemand mal gebaut haben. Nach dem ganzen Scheiß, der hier passiert ist. Den Schwung gerade noch hergenommen hat. Ne? Nur Gott weiß das. So, was soll ich denn hier oben? Kann ich überhaupt was machen? Gut, dass ich mich da nicht hoch kann. Mich direkt rüberschwingen oder muss ich mich da ran schwingen? Geht. Na gut, dass irgendjemand dann so diese Leitern hier hat, ne? Aber die nicht runtergeklappt hat. Ja. Das meine ich, du springst dagegen, kommst nicht von einem richtigen Winkel ran. Und dann fällst du einfach mal runter wie so ein Stein. Ach geil. Jetzt hau. Willst du mich verarschen, Junge? Hättet er da nicht hoch, springt dagegen.
Easy repariert. So repariert man übrigens alle. Alle elektronischen Geräte. Frank, die erste Antenne ist einsatzbereit. Gut. Hören wir mal, worüber sich diese Mistkerle unterhalten. Nimm die Jungs mit und geht nach Osten. Wo ist es? Wir müssen ihn treffen. Sie gehen los, Aiden. Sie wollen Walls treffen, im Osten. Es gibt noch eine Antenne oben auf einer Wohnanlage an der Kreuzung St. Paul Boulevard und Peace Street. Am Eingang zum Hauptkanal. Bring sie zum Laufen, dann können wir sie weiter belauschen. Verstanden. Um die Ecke, ne? Machen wir mal. Kommen wir bis dahin? Ungefähr? Wenigstens. Das ist richtig weit weg, ne? Obwohl, 300 Meter? Easy. Wirklich vor, die Schleusentore zu schließen und die Chemikalien wieder in die Stadt zu leiten. Aber seine Festung würde auch zerstört werden. Die Evakuierung ergibt keinen Sinn. Wir müssen die Reichweite erhöhen, um mehr zu erfahren. Auf Walls Befehl. Verdammte Scheiße! Oha. Ich in Stücke. Wo ist der andere? Waren das nicht drei? Habt ihr den Airdrop nicht aufgekriegt? Den Schlüssel. So. Epischer Kupferbogen auf Level 2. Oha. Der ist ja mega krass. So, Frank, ich habe die zweite Antenne zum Laufen gebracht. Da waren Abtrünnige. Hier auf dem Dach. Apropos, ich höre sie wieder reden. Treffen im Garrison Boulevard, die alten Büros. Walls gibt uns dort neue Befehle. Was Neues über diesen Fehler? Nein. Aber er hat jemanden gefunden, der ihm hilft, auf die Datenbank zuzugreifen. Wenn du was über diesen beschissenen Pilger weißt, sag's mir. Sucht weiter. Ende. Frank, ich muss dahin, wo sie sind. Du hast sie gehört, Aiden. Watts sucht dich. Er weiß, wie man an die Datenbank rankommt. Er hat jemanden gefunden. Er ist zu stark für dich. Und du spielst ihn direkt in die Hände. Wenn ich nur so die Wahrheit herausfinden kann, dann ist es halt so. Du bist ein Dickkopf, Jungchen. Dann ist es halt so. Wie Lohan. Ich melde mich. So. Das sind die alten Büros, aber könnten wir jetzt mal... Ich bin jetzt mal interessiert, ob das jetzt wieder funktioniert, ne? Guck mal. Letztes Mal war das irgendwie verbuggt. Gucken, ob wir jetzt nicht irgendwie... Wir haben nicht mehr so viele Quests offen, ne? Das ist eine Nachtquest, die müssten wir auch noch machen. Da müssen wir wahrscheinlich dann sagen, jo, ich hätte gerne jetzt die Dunkelheit.
War das noch? Nee. Was ich hier ausdauer, es kostet einfach nur an so einem Gleitschirm zu hängen. Also augenscheinlich. So, da drüben ist das Gebäude. Können wir darauf laufen? Oha. Der Seilartist. So viel gebracht, ne? Das ist das Gebäude hoch. Das hat mir gar nichts gebracht. Ich könnte hier mal durchdrehen, ne? So, mal gucken. Ah, die Quest hat sich geresettet, sehr gut. Aber auch was, sagt er. Entschuldigung, kannst du mir mal. Machen wir mal schnell die anderen, bevor die wieder wegbacken. War jetzt nicht so clever. Das G oder F? Ich weiß es immer nicht. Ah ja, ich bin schon zwei Schritte zurückgegangen, aber. Manfred, die Luft ist rein. Du kannst jetzt kommen. Großartig. Am Unterteil der Antenne gibt es einen Schalter. Lege ihn erst um. Ich bin dann gleich da. So, habe ich die anderen jetzt eigentlich gelootet? Also getötet habe ich sie, aber den Loot habe ich nicht bekommen. Na fein!
Geht klar. Jetzt geh den Turm hoch und aktiviere die Geräte, die ich installiert habe. Stell die Verbindung her. Ich komme gleich. In einer Minute werden wir Geschichte schreiben, Pilger. Wie man sieht, war ich hier schon mal. Ich kann Chinesisch. Und du hast ein wenig von der Welt gesehen, also vielleicht... Ich kann kein Chinesisch. Ich habe nur Europa bereist. Okay. Wir müssen uns irgendwie verständlich machen. Claro. Wir sollten umgangssprachliche Ausdrücke wie Claro vermeiden. Ich bin gleich da. Okay. Es ist an. Ich spreche aus Villador. In Europa. Bis jetzt dachten wir, dass wir die letzte überlebende Stadt der Welt seien. Wir haben ein paar Medikamente und Vorräte. Wie sieht es in Asien aus? Over. Kann mich jemand hören? Over. Kann uns irgendjemand hören? Over. Aiden, wir verlieren das Signal. Wir müssen uns beeilen. Hier spricht Villador. Geht ran. Hören Sie! Europa an Asien! Europa an Asien! Europa an Asien! Es funktioniert! Aiden, hörst du das? Was zum Henker, Aiden? Was treiben Sie denn jetzt schon wieder? Ich kenne diese Stimme. Hier ist Jack. Wie konnten Sie sich in einen verschlüsselten Kanal hacken? Der Commander der PKs? Ich bin tot. Ich bin sowas von tot. Keine Ahnung, wie Sie das angestellt haben, aber... Jack, der Typ hier, Manfred, dachte, er würde einen alten chinesischen Satelliten hacken. Ehrlich? Ich könnte einen Mann mit seinen Fähigkeiten gebrauchen. Sagen Sie diesem Manfred, dass er mich am Schiff aufsuchen soll. Was? Ich? Danke, ich... Und kein Hacken mehr, es sei denn auf meinen Befehl. Nun, Manfred, du scheinst einen neuen Job gefunden zu haben. Ja, und bei den PKs erhalte ich auch Zugang zu besserer Ausrüstung. Ich werde Asien kontaktieren können, definitiv. Danke. Bedien dich ruhig bei den Wertsachen, die ich unter dem Turm gelagert habe. Hab ich schon gemacht. Toll. Upsi. So. Das eigentlich. Ach, auf den Turm kommen wir nicht hoch, weil ich da 500 Ausdauer brauche und ich habe 380. Alles klar. Alles klar, Herr Kommissar. Dann machen wir erstmal das, oder? Ich gebe mir schon die ganze Zeit auf die Ketten. Dann noch irgendwelche Sachen? Oder? Maria müsste auch gleich nach Hause kommen. Kann ich die Wäsche rausnehmen? Neue Wäsche reinpacken. So. Kann ich jetzt nicht einfach warten bis zur Nacht? Jetzt wirklich nachts wieder kommen? Ihr wollt mich doch verarschen. Blöd. Mühle mal erobern. Schön, dass ich jetzt umsonst hier rüber geflogen bin. Ganz toll. Ich dachte, es gab eine Wartenoption irgendwie. Aber irgendwie noch nicht. Naja, die Zeit kriegen wir schon rum. Ihr müsst mich gehen lassen.
Wo denn? Hä? Ach, boah. Ja. War nicht so schlau, sich mit uns anzulegen. Gib mir den Kram. Danke, dass du sie aufgehalten hast. Das ist für dich. Aha. Wieder zu kurze Arme. Da drüben ist er ja schon. Wieder sowas, wo er nicht so einfach rüberkommt, ne? Du hast geschafft, mich noch zu schlagen, Bruder. Und er dann? Warum habe ich... Oh, Waffe ist kaputt. Mal den Oberkörper vom Unterkörper getrennt. Das kann man machen, muss man aber nicht. Ein Ding ist mir frei. Frei. Einfach mal so ausrüsten. Wild. Glaube ich, aus Versehen wieder, ne? Aus Versehen getauscht hier. Also beziehungsweise drei Leute wieder in Beschlag genommen. Pfeile, Sprengpfeile, Minen. Zack, das hat er hier reingenommen. Ja, perfekt. So, noch irgendwelche Leute, die hier abhängen.